Hypertrank. Nehmen wir. Und wieder ein Counter. Was wird das diesmal? Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Ultramond. Wir statten dem Laden einen Besuch ab, in dem Voluminas verschwunden ist. Und ja, lass uns nicht lange schnacken. Kopf in den Nacken. So, los. Voluminas hat einen Brief bei sich, in dem Folgendes geschrieben steht. Hallo, ich bin Smiler. Dieses Voluminas hütet manchmal den Laden für mich. Mir kam leider etwas dazwischen. Ich warte jetzt in den Ruinen des Lebens auf dich. Sie liegen hinter dem Hügel des Gedenkens. Bis dann, Myla. Okay, Myla ist nicht hier. Voluminas geht nach oben und holt noch was, wahrscheinlich. Minas? Für mich? Dankeschön. Wir halten einen Top-Trank. Voluminas! Voluminas, die Weiterentwicklung von Naskneet. Na, Naskneet hat in der vierten Generation die Weiterentwicklung bekommen. Zu einem Gestein-Stahl-Typen. So, was gibt's aber hier im Laden? Na, als erstes gibt's hier, tritt näher, nur keine Verscheu. Ich verkaufe Fossilien, einzigartige Fossilien. Gut, bei ihr kann man Fossilien kaufen. Und zwar eigentlich nur eine begrenzte Anzahl, halt Feder, Panzer, Dom, Wurzel und Flossenfossil. Ne? Von jeder Generation eigentlich eins, aber auch nur eins davon. Ne? Wir wissen ja, in jeder Generation gibt es zwei Fossilien. Die anderen Fossilien bekommt man dann in Ultrasonne. Ne? Deswegen, Federfossil wäre Flapterix, ne? Panzerfossil, oder? Wer ist Flapterix? Meine ja. Aber das Gegenstück von Panzerfossil wäre dann Schilterus. Domfossil Kabuto, klar. Wurzelfossil wäre Lilieb. Und Flossenfossil wäre Dingens Amarino. So, genau. Ja, so wird ein Schuh draus. So, aber hier gibt es noch mehr. Willkommen bei Mylas Schmuckstücken. Oh, bei Mylas Schmuckstücken, so. Was habt ihr denn zu verkaufen? Ihr habt nämlich hier die Elementarsteine. Die brauchen wir aber in dem Playthrough nicht, weil sich keins unserer Pokémon mit diesen Steinen entwickeln lässt. So, und was hast du? Du hast Kleidungsstücke. Oh, du hast, du hast Schmuck. Schmuck. Wollen wir Schmuck? Wollen wir kaufen? Wollen wir eine Blumenspange kaufen? Was habt ihr denn noch? Oh, Haarbänder. Haarbänder mit Schleife. Ja, wenn dann blau, ne? Also muss ja passen. Hm, was haben wir hier noch? Okay, ein Haarband. Ein Ultramarin vielleicht. Okay, die haben Haarbänder, diese Schleifen und Blümchen. Ich glaube, die Blume gefällt mir, wenn dann, am besten. Ja, nehmen wir die Blume, komm. Wo wir jetzt keine Mütze tragen, können wir ruhig die Blume tragen. Vielen Dank. Haben wir die jetzt? Nein? Habe ich die nicht ausgerüstet? Dann machen wir das jetzt eben. Einmal den Laden. Blumenspange. Ja. Gut. Nehmen wir. Sind wir nicht hübsch? Ein wenig. So, ja,
In der Stadt haben wir jetzt soweit dann nichts mehr zu tun. Dann können wir direkt loslegen und uns auf den Weg zu Mylas neuer Position machen. Ich muss mal eben kurz was gucken. Ja, passt schon. Okay. So, wo sind wir hier? Warte mal. Mal gucken. Wir sind Hügel des Gedenkens. Gut. Das ist ein Friedhof. So, hier befinden sich die Gräber von Menschen, die früher in Alola eine wichtige Stellung innehatten. Sie wollten wohl, dass die Kapo über ihre letzte Ruhe wacht. Ja. Wenn meine Zeit kommt, würde ich mir gern ein Grab mit meiner Mutter, mit meinem Wuffelzelt mit meiner Mutter. Ja. So, hier gibt es auf jeden Fall wieder ein paar Trainerchen. Hm. Können die Gräber aber nicht ansprechen. Schade dafür. Ich würde mal zu gern wissen, wer hier alles liegt. Wir halten ein Schutzband. Und ja, ein Knirps. So. Ja, heute wird es wieder ein bisschen kampflastiger. Vorschüler Diego. Mit einem Magby. Wir haben Taya vorne, was jetzt gerade gar nicht gut ist. Feuer lässt Eis schmelzen, deswegen nicht so doll. Divi wäre hier optimal, ich will aber, weil Divi schon Level 25 ist, eher Dippy einsetzen anstatt Divi. Weil Dippy trifft das auch sehr effektiv. Feuerwirbel. Zum Glück abgewehrt. Ja, und wir kontern mit Dampfwolze. Klärsmog. Das resistieren wir doch. Hätte sie besser eine Feuerattacke einsetzen können. So. Nee. Mockby besiegt. Jetzt muss ich mal eben kurz gucken. So. Ein Ledian. Ledian, ein Käferflugtyp. Die Weiterentwicklung von Lady Bar. Hohe Spezialverteidigung, deswegen ist Dippy hier nicht mehr allzu doll. Taya könnte etwas ausrichten. Ne? Divi wäre natürlich wieder Nonplusultra hier, weil das Ding dann vierfach effektiv von Gesteinsattacken getroffen wird. Aber unsere anderen Pokémon schaffen das auch. Ne? Taya dürfte hier gut sein. Silberhauch. Okay. So, wie gesagt, Spezialverteidigung von Ledian ist recht stark, deswegen ist Eissturm und Sondersensor gerade nicht so doll. Aber der Eissplitter ist physisch. Tempohieb. Ah, das Ding kann Tempohieb. Oha. Überlebt Taya einen weiteren Tempohieb? Oh, setzt gar nicht ein, okay. Gut, Eissplitter reicht dann. Wäre ein schöner Konter jetzt gewesen gegen Taya. Ja. Ledian, ne? Design her mag ich ungemein. Ne, leider ist es von den Stats her nicht allzu gut. Zack. Taya heilen und weiter geht's. Hier meine nächsten. So, was hat er denn? Der Gentleman Harrison. Harrison setzt einen Blitzer ein. Die Elektro-Weiterentwicklung von Evoli. Dippy, du hast Lust, ne? Ja, Dippy hat gerade ganz große Lust, gegen das Ding zu kämpfen. Was kann Blitzer denn noch? Doppelkick immunisieren wir. Elektro-Attacken immunisieren wir. Es könnte vielleicht noch die Nahrakete immunisieren wir. Resistieren wir. Daher, Dippy ist hier perfekter Konter. Okay, es senkt den Angriff von uns. Das macht zieht den Kampf etwas mehr in die Länge, aber ein 3-Hit sollte es trotzdem sein. Initiative sinkt.
Coole Augen. Okay, ob es jetzt wirklich ein Three-Hit wird. Coole Auge ist leider eine Prio. Das heißt, wir sind auf keinen Fall schneller als Blitzer. Na! Ah! Okay. Die Angriffsdrops, die machen doch Art aus und das Ding setzt top genehm. Komm, Dippy, Volltreffer. Ich weiß, dass du das kannst. Ein Volltreffer killt. Hundertprozentig. Wir sind auf minus 4 Angriff. Wir brauchen Crit, Dippy. Wir brauchen Crit. Wir brauchen Crit. Ja, es kann nichts anderes einsetzen außer Cooler Augen. Alles andere immunisieren wir halt. Dippy ist schon stark. Gut, ich denke mal, mit einer Spezialattacke kommen wir jetzt weiter. Als jetzt mit der Dampfwalze. Da drücken wir lieber den Megasauger. Ja. Wir kommen nicht allzu weiter, okay? Nicht sehr. Komm, Dampfwalzen-Crit. Mann. Gut, jetzt reicht der Megasauger aber. Und jetzt triggert die Flinkklaue. Wow. So, Dippy erreicht Level 25. Taya Level 25. Auch schön. Aber keine neuen Attacken. So, dann gehen wir mit Isaac nach vorne. Isaac ist vom Level her jetzt unser schwächstes Pokémon. Und gucken mal weiter. Ohne Isaac hätten wir die Pflanzenprüfung auf keinen Fall geschafft. Nur mal an der Stelle gesagt. So, hier haben wir eine Lady. Ne? Dame Margaret. Hat zwei Pokémon. Ein Quaffaff. Nervig. Quaffaff ist nervig an der Stelle. Quaffaff hat wahrscheinlich die Fähigkeit Fellkleid, wodurch physische Attacken nur noch halbiert werden. Und Quaffaff ist recht stark im Angriffswert. Das könnte wirklich nervig werden. Ich will dich auf jeden Fall vergiften mit einem Giftzahn. Guten Schlag. Wir könnten natürlich hier Dippy rein, die Normalattacken immunisieren. Aber das Ding kann doch bestimmt Biss oder sowas. Kopfnuss. Ja, Quaffaff ist stark. Komm, Vergiftung, Vergiftung. Nein, keine Vergiftung. Schade, wir gehen raus. Wir gehen zu Divi. Das ist die sichere Variante. Da ist der Biss, weil Dippy hätte keinen Biss gewollt. Und wir verlangsamen das Ding einfach mal mit Felsgrab. Coole Augen. Okay. Quaffaff, nervig. Aber wir droppen einfach mal die Init. Okay, was haben wir gesehen? Kopfnuss, Biss, Rutenschlag und Coole Augen. Das ist das Moveset von dem Ding. Divi, ein Crit und das Ding ist Geschichte. Weil die setzt doch bestimmt wieder Top-Genesung ein. Ein Crit und das Ding ist Geschichte. Divi, du kannst das. Ja, Divi ganz! Jawoll! So muss das aussehen, genau so! Oh, die setzt doch ein Kurelei ein. Ein Feentyp. Kurelei kann aber auch Pflanzen attacken, was für Divi jetzt nicht so doll gut ist. Nicht so doll gut, ja. Isaac ist ja eigentlich wieder perfekt. Aber wir gucken mal. Isaac ist angechippt, ne? Hat nur noch halb KP. Wickel. Das könnte nerven.
Wir drücken hier den Giftzahn, sehr effektiv. Das Ding ist schneller und drückt Bitterkiss. Ah, eklig. 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 So, bevor jetzt ein Wickel kommt, gehen wir lieber auch nochmal raus. Auf wen? Auf wen? Das ist eine gute Frage. Wir gehen auf Taya. Schade, einen Giftzahn hätte ich gern gesehen. Wickel. Jetzt setzt der gleich bestimmt wieder Bitterkuss ein. Nicht Diebeskuss. Diebeskuss könntest du aber auch drauf haben, oder? Und wir wollen es verlangsamen mit Eissturm. Bitterkuss, ja, da kommt's. Boah, das ist ein ganz ekliger Kampf hier. Erst Quaffwaff und die Kurelei ist auch bäh, pfui. Ja, Taya, greift dich doch nicht selbst an. Mensch. Taya. Taya, komm. Bring einen Eissturm raus. Das kannst du, das weiß ich. Taya. Danke. Das macht fast nichts. Gut, wir können Taya auf keinen Fall rausswitchen jetzt. Wir versuchen noch einen Eissturm rauszubekommen. Komm schon. Ja, danke. Damit ist das Ding auf jeden Fall auf minus 2 innet. Komm, noch ein Eissturm. Komm schon. Volltreffer, komm, Taya, das schaffst du. Kannst das auch. Aber nicht in dem Kampf. Wickel. Ja, das war's mit Taya leider. Ah, ne, wurde vom Wickel befreit. Wir gehen raus. So, die Init wurde auf jeden Fall gedroppt. Wir gehen auf Divi. Komm. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass es eine Pflanzenattacke einsetzt. Wenn ja, haben wir ein Problem. Divi dürfte jetzt schneller sein, weil der Innendrop dreimal ist schon... Der ist hart. Jetzt kommt der Felsgrab. Und killt. Gut. Huiuiuiuiuiui. Margaret, Margaret, du hast einen ordentlichen Kampf geliefert. Ja. Wir heilen. Wir heilen auf safe. So, mit wem wollen wir leaden? Isaac ist eigentlich ein guter Lead, weil er vier verschiedene Attacken drauf hat. Hier haben wir die nächste Trainerin. Punkerin, ja. Das ist eine Punkerin auf jeden Fall. Also die Malu. Hallo Malu. Mit einem Ariados. Ariados. Die Weiterentwicklung von Weberak. Ein Käfer-Gift-Typ, genauso wie Isaac. Was wollen wir hier machen? Wir könnten natürlich wieder auf Divi raus, weil Divi ist einfach nur. Divi ist einfach nur stark. Der wäre hier wieder der perfekte Konter. Aber Isaac, komm, das geht jetzt um deine Ehre, ne? Als Käfer-Gift-Typen-Kampf. Abschlag. Macht fast nichts. Gut, aber Ariados, was will Ariados gegen Isaac machen, ne? Wir drücken mal eine Akupressur. Grimasse. Das nervt jetzt ein bisschen. Genauigkeit. Ein Angriffsboost wäre super, Isaac. Schattenstoß, das ist eine Prio. Eine Prio-Geisterattacke. Macht aber nicht so viel. Spezialverteidigung. Nein, das ist... Spezial brauchen wir gar nicht, Isaac. Ein Angriffsboost kriegst du hin. Weiß ich, dass du das kannst. Auch wenn es mal spät kommt.
Fluchtwert ist okay. Ich weiß, ich spiele wieder mit Akupressuren. Danke, da kommt der Angriff. Dann drücken wir wieder den Abschlag. Das sollte jetzt eigentlich reichen. Ja, das sieht doch schon besser aus. Das sieht wesentlich besser aus. Ja, Aria, du hast keine Chance. Gut, haben wir die Punkerin auch besiegt. Ich meine, hier war ein Item. Ja, natürlich wieder im letzten Grasbüschel. Was kommt da? Ein Nebulak. Natürlich dürfen auf einem Friedhof keine Geist-Pokémon fehlen. So, zack. Hypertrank. Nehmen wir. Und wieder ein Encounter. Was wird das diesmal? Ein Paragoni. Ein Geistpflanzentyp. Sind wir auch schon begegnet? Ich mag Paragoni. Paragoni ist cool. Vor allen Dingen auch die Weiterentwicklung Tromborg. Hatte ich selber auch noch nie im Team gehabt. Würde ich auch gerne mal machen. So. Dann kriegen wir das jetzt hin. Und was haben wir hier? Hier war Team Skull und die Aether Foundation. Team Skull, ihr gebt jetzt auf der Stelle das gestohlene Pokémon zurück. Na los! Flag! Jetzt kommt uns doch, jetzt kommt uns doch hier nicht mit sowas. Red mal Klartext mit denen, damit sie es checken. Wir verhökern die Pokémon ja nicht zum Spaß. Schließlich müssen wir von was leben, kapiert? Aber bitte, wenn ihr unbedingt zurückhaben wollt, dann nehmt es uns doch im Kampf ab. Flag. Ärmel hochkrempeln und ran an den Feind. Das würde nun unsere werte Präsidentin sagen. Sie haben leicht reden, Herr Regionalleiter. Schließlich mache ich immer die ganze Arbeit. Aber ich bin nun mal die letzte Bastion der Aether Foundation. Und als solche kann ich mich wohl schlecht in den erstbesten Kampf stürzen, oder? Hey, du da! Du kommst gerade recht. Ich überlasse dir die Ehre, die Schergen von Team Skull zu verjagen. Okay. Na, bist du bereit für diesen Fight? Ich wurde ja schon bereit geboren. Ja, alles klar. Dann let's fetz. Okay, der Rüppel fordert uns heraus. Wir haben einen Flagborn gestohlen. Das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Ein Alola Radikal. Hallo. Alola Radikal. Da können wir eigentlich mit dem Käferbiss sehr viel Schaden anrichten. Fast die Hälfte. Knirscher. Macht weniger Schaden als wir mit dem Käferbiss. Sehr schön. Reicht's? Es reicht! Jawohl! Isaac! Isaac kann's einfach. Jojo, Schwester! Mit dir ist nicht zu spaßen, was? Ne, gar nicht. Ich glaube, ich spinne. Du bist zu stark oder ich zu schwach. Die Wahrheit tut jedenfalls weh. Das olle Pokémon brauchen wir eh nicht. Nehmt's und gebt gefälligst Ruhe. Ciao! Ah, die geben schon auf. Was für eine Erleichterung. Flag. Ich danke dir. Du bist doch auf Inselwanderschaft, oder? Jedenfalls bist du ein großartiger Trainer. Ich bin wirklich schwer beeindruckt. Ich würde dir gerne etwas Großartiges zeigen, aber bestehe erst einmal Akalas große Prüfung. Dann werde ich dich vom Hanuhanu Resort aus an einen unglaublich tollen Ort führen. Du hast uns aus der Patsche geholfen. Ich danke dir ganz herzlich für alles. Was für ein Glück, dass du gerade vorbeigekommen bist. Viel Erfolg auf deiner Inselwanderschaft. Ja, dankeschön. So, diesen Regionalleiter, den werden wir auch noch mal
kennenlernen. Sagen wir mal so. Isaac ist ein bisschen angechippt, der hat aber auch jetzt gute Arbeit geleistet. Mit wem gehen wir nach vorne? Puschel hat noch nicht so viel Screentime heute, ne? Dann machen wir mal Puschel-Action. Na, wieder ein Encounter. Ein Wingull. Kennen wir schon. Puschel dürfte hier fliehen können, hoffe ich. Danke. Oh, da haben wir einen Angler. Direkt herausfordern. Du denkst, du kannst angeln? Wirf deine Angel aus. Du denkst, du kannst kämpfen? Kämpfe gegen mich. Oh. Minimalistisch, aber hat er recht. Der Bertrand. Hallo Bertrand. Ja, du hast einen Loser-Team. Ja. Es guckt mal so traurig. Ja, und oh, die Fähigkeit für Schwamm. Das sehen wir jetzt zum ersten Mal. Ja, das ist Loser-Dean in der Schwarmform. sehr stark. Sehr, sehr stark. Kommt es aber in den roten Bereich, wird es wieder zu einem normalen Loser-Dean. Ja, also viele Loser-Dean tun sich zusammen und bilden das Biest. Und das ist wirklich ein Biest. Der ist kräftig, deswegen drücken wir erstmal den Ekelsamen. Ah, der ist heftig. Wasserring. Ah, der kontert mit Wasserring, alles klar. Ekelsamen macht halt Schaden, aber Wasserring heilt ihn immer wieder. Jede Runde. Oder auch nicht. Wieso hat Wasserring jetzt nicht geheilt? Okay. Wir wollen dich aber nochmal slowen mit Baumwollsart. Bevor du irgendwas machst. Oh, Bodycheck. Aua, 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 aua. Egelsamen. Ah, ne, Wasserring heilt erst und dann kommt der Egelsamen. Ah, so rum, okay. So wird ein Schuh draus. Gut, wir drücken den Megasauger. Gucken, wie viel wir uns heilen. Ja, ich wusste, dass er nicht allzu viel macht. Loser-Dean-Schwarmform ist schon böse. Die Werte erhöhen sich halt und ja, ihr seht schon, aua. Was machen wir hier? Wir gehen auf Dippy. Das Ding kann zwar eine Wasserattacke, könnte zwar, aber es hat einen Innetrop. Es ist minus 2. Sind wir schneller? Wenn ja, knötert die Kraftreserve rein. Oh, Flinkklaue. Okay, die triggert sowieso. Awe? Lake. Ja, es wird wehtun. Das wird sehr wehtun. Eigentlich müsste es doch jetzt sich doch... Ja, genau. Fischschwarm wieder aktiviert. Der Schwarm hat sich zerstreut. Gut für uns, denn Taya übernimmt jetzt den Rest. Hat das Ding erstmal zwei Pokémon für uns rausgenommen. Sondersensor. Und tschüss. So, dann gibt es eine TM und ich weiß schon, welche das ist. Das ist der Blutsauger. Ja, Blutsauger ist... Blutsauger war von Gen 1 bis Gen 6 eine der nutzlosesten Attacken überhaupt, weil es nur eine Stärke von 20 hatte. Es ist wirklich sehr, sehr schwach gewesen, Blutsauger. Allerdings hat es einen Boost bekommen, und zwar hier in der, ab der 7. Generation. Die Stärke hat sich einfach von dem Ding erhöht und hat es mal eben eine Stärke von 80 anstatt 20. 80 ist grandios stark. Es ist vergleichbar jetzt mit Sondersensor oder es ist stärker als Gigasauger, ne, der Blutsauger. Ne, das ist einfach mal auf die Zunge zergehen lassen. Also ich finde gut, dass der Blutsauger gesteigert worden ist von der Stärke her, aber 80 ist
deutlich zu hoch, finde ich. Na, 60 hätte vollkommen ausgereicht. Aber ich arbeite nicht bei Game Freak. So, den Blutsauger können wir aber jemandem beibringen. Können wir nicht. Schade, ich dachte, Isaac kann Blutsauger lernen. Kann es nicht. Das ist ja echt traurig. Gut. Haben wir noch ein paar Beleber? Wo sind die denn? Da, ja. Top-Beleber will ich jetzt nicht nutzen. Haben wir noch ein paar normale? Ja, haben wir. Wupp. So, Tränke. Wir machen unser Team einfach mal fit. So. Und gehen weiter. Hier mein Karate-Typ. Guten Morgen. Kurz gesagt, moin. Das ist nicht ganz richtig. Moin, das kommt ja eher aus dem Norddeutschen. Und moin sagt man dort zu jeder Tageszeit. Also das heißt nicht immer guten Morgen. Ne? Deswegen nicht ganz richtig. So, Krabox. Krabox, ein Kampftyp, kennen wir schon. Wir sind mit Puschel eigentlich ganz gut dabei, ne? Können die Feenkrise drücken, die sehr effektiv sein sollte. Und noch nicht mal die Hälfte macht. Das ist schlecht. Puschel muss neue Attacken lernen. Der Irrschlag tat echt weh. Au. Au. Wir gehen raus auf Dippy. Dippy sollte den Irrschlag immunisieren. Jawohl. Und kann hart mit Kraftreserve kontern. Verfolgung. Boah, es macht fast die Hälfte. Das Krabox ist, Aue. So, noch eine Kraftreserve und das war's. Verfolgung dürfte nicht killen. Puh, das war echt eng. Aber Dippy, sehr gutes Pokémon. Ich habe verloren. Kurz gesagt, Mist. Schön. Wieder heilen. Ja, der Part ist so gut wie vorbei. Einen Kampf werden wir noch machen. Das war nur ein Rückweg. Nur da will ich Puschel weg haben, weil ich weiß, was jetzt kommt. Puschel will ich nicht als Lead haben. Da will ich eher Taya haben, ne? Taya als Lead ist, glaube ich, hier ganz gut. Eine Fliege. So. Oh, bevor wir zu den Ruinen des Lebens kommen, kommt jemand. Du bist also die, von der Gladio erzählt hat. Für mich siehst du wie ein ganz gewöhnliches Mädchen aus. Ich bin Fuen. Ich halte Team Skull zusammen. Ich bin dort sowas wie die große Schwester für alle. Wie du weißt, sind die alle nicht unbedingt die hellsten. Aber gerade das ist es, was sie so liebenswert macht. Verstehst du, was ich meine? Und du ärgerst meine süßen Geschwister. Also muss ich dem ein Ende setzen. Fuen fordert uns heraus. Einer der Bosse von Team Skull. Vorstand Fuen. Und sie leadet mit Golbat, deswegen ist er Puschel rausgegangen. Genau aus dem Grund. Weil Golbat ist fies. Wir drücken hier mal die Kulleraugen erstmal. Wir wollen den Angriff von Golbat, wollen wir senken. Konfusstrahl. Dann wollen wir die Init von Golbat senken. Und zwar mit einem ordentlichen Eissturm. Flügelschlag. Es hat schon Angriffstrop, ne, und macht immer noch so viel Schaden. Oh, Taya. Okay, Taya, komm, du kriegst noch eine coole Augen raus. Das schaffst du. Taya, komm,
Danke. Damit ist er auf minus 2 Angriff. Diese Fliege nervt mich schon den ganzen Tag. Gott. Ja, Taya, aber guten Job gemacht. Oh, du hast minus 2 Angriff gesetzt. So, das ist ein Job für Divi. Gegen Divi kann Golbat, glaube ich, nicht allzu viel machen. Hoffe ich. Flügelschlag. Resistieren wir und wie war es resistieren? Und kontern hart mit Felsgrab. Ja, jetzt können wir hier die Aquaknarre drücken, ne? Kein Fußstrahl. Ah, das nervt nochmal. Das nervt nochmal richtig. Aber Aquaknarre kommt durch. Reicht die? Reicht lange nicht. Eieieiei. Ja, dann müssen wir noch einen Felsgrab drücken. Divi muss eine physische Wasserattacke lernen, sonst sehe ich da langsam schwarz. Level 26, nehmen wir. Divi versucht. Da kommt eine physische Wasserattacke. Wow! Der Taucher. Den lernen wir sofort. Taucher. Stärke 80 und physisch. Ist wie Schaufler, halt nur als Wasserattacke. Ne? Aquaknarre vergessen wir sofort. Und der Taucher. Und da kommt noch ein Molunk. Molunk. Feuergift haben wir schon mal kennengelernt. Das wird auch ihr Signature sein. Später auch die Weiterentwicklung am Vierer. Wird auf jeden Fall ihr Signature-Pokémon. Ja, wir setzen den frisch erlernten Taucher ein, würde ich sagen, ne? Giftwolke. Okay, es vergiftet auf jeden Fall unser Divi. Ich habe vergessen, dass wir noch verwirrt sind, aber okay. Wir tauchen unter in den Boden, wie auch immer das geht. Nicht mehr verwirrt und... Ah, der wird hart. Ja, der tat weh. Das könnte sehr, sehr helfen gegen Myla, den Taucher. Pah! Pah, sagt sie. Pah! Ha, du bist ganz schön stark. Aber wenn du uns weiter im Weg stehst, mache ich das nächste Mal ernst. Okay. Immer diese leeren Drohungen. So, die war echt stark, sagt Rotom. Na, das geht. Das Golbat war nicht schlecht. So, bevor wir jetzt aber zu den Ruinen des Lebens gehen, würde ich sagen, beenden wir hier das Video für heute und ja, sparen uns das für das nächste Mal auf. Ne? Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ne? Hoffentlich beim nächsten Mal auch wieder dabei und euch noch einen schönen Tag. Bis dann, euer Röhnchen. Ciao.